Jaele totet Caesara. Ludovico Cardi ist ein wichtiger Exponent der italienischen religiösen Kunst zwischen 1500 und 1600. Er heißt Il Cigoli, weil er in diesem Dorf in der Nähe von Samminiato geboren wurde. Das Bild stellt eine nicht sehr berühmte Episode aus dem Buch der Richter dar. Der Israelit Jaele tötet mit einem Hammer und einem Nagel Caesara, den letzten Überlebenden des kanaitischen Heeres. Jaele ist ruhig, es scheint fast so, als würde er eine gewohnte Handlung ausführen, während Caesara auf der Herde liegt und in Heeren in natürlicher Haltung sirbt. Das Bild enthält kleine Details, die an die raffinierte venezianische Kunst erinnern. Cigoli ist auch ein guter Freund von Galileo Galilei. Sie teilen die Leidenschaft für Kunst und Wissenschaft. So ist der Cigoli auch ein Experte für Perspektiven der Malerei und schreibt einen Aufsatz darüber, der in den Uffizien in Florenz aufbewahrt wird.